And welcome back, folks. Welcome back to Let's Play Broken Sword Shadow of the Templars. Last time we were witnessed a terrorist attack, one could say. We were almost killed in a bomb blast and we are trying to find the tracks of the murderer, which was a guy dressed up as a clown. And we know that he went into this alley. But so far, the only thing that we've found is a cat. There's not much, I mean, not many ways in which he could have escaped from here. Hier gibt's nichts Interessantes. The only way he seemed to have been able to escape was through the sewers, in fact. Ich versuche, den Deckel mit meinen Fingern aufzukriegen, kann aber keinen guten Angriffspunkt finden. Looks like we need some kind of tool. So let's go back. I think we can't make any progress here right now. There's still the immediate scene of the crime, which we haven't yet investigated. Ah, there's something to pick up. What's that? It's a newspaper. Der Leitartikel erzählt etwas über den Besuch eines Nobelpreisgewinners aus einem dieser unaussprechlichen osteuropäischen Staaten. Das ist aber auch schon die einzige echte Nachricht. Der Rest besteht aus Gerüchten, Klatsch und Sensationsberichten. Dann fällt mir die Notiz unten auf der Seite ins Auge. Da steht Salaheddin 1345. Interesting. Something else there? Das hätte was, unter den Schirm zu krabbeln und so zu tun, als ob nichts passiert wäre. Aber nicht sehr viel. I like the humor in this game. This is going to be even more... Klar könnte ich auf die Laterne klettern, aber das würde auch kein Licht in die Angelegenheit bringen. I really like how these characters in this game... They really show an attitude when you investigate a certain item. I mean, in this game, okay, I don't want to spoil too much, but yeah. Mein erster Impuls ist, den Tisch wieder hinzustellen, aber dann denke ich mir, dass es besser wäre, Beweismaterial nicht anzurühren. Probably. Ah, we can look at this. Ich untersuche die Glasscherben, die den Rest des Fensters bildeten. Stimmt, das Ding ist kaputt. Maybe we can talk to the waitress about strange newspaper. Hey. Hä? Yes, we can. Gehörte diese Zeitung dem alten Herrn? Weiß ich nicht. Jemand hat was draufgekritzelt. Da steht Salaheddin, 1345. Sagt Ihnen das etwas? Non, Monsieur, nichts. I'm not surprised. Was diese Zeitung anbelangt... Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich nichts darüber weiß. Bleiben Sie hier, Mademoiselle. Ich schaue mich draußen mal nach Beweisen um. She doesn't seem to be very observant, but then again... Not her duty to really pay attention to such details, I suppose. Okay, there's nothing here that we can look at, I think. It was only this way. So we need to go then... This way. Stopp! Keine Bewegung! Hey, nicht schießen! Ich bin unschuldig! Ich bin Amerikaner! Können Sie sich nicht für eins entscheiden?
Ich will den amerikanischen Konsul sprechen. Hm. Waffen fallen lassen und runter auf den Boden. Stecken Sie das Ding weg, Sergeant Mouy. Verzeihung, Monsieur, aber ich kann Ihnen nicht gestatten, sich zu entfernen. Bin ich verhaftet? Ah, non, ich möchte Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Vorwärts, zum Café. Marschi. Hm. Was für ein Anblick. Diese Bombenexplosion ist schrecklich, nicht wahr? Hm. Hören Sie damit auf, Monsieur. Hören Sie sofort damit auf, Ihren Atem anzuhalten. Ist Ihnen schon mal in den Sinn gekommen, dass der Mann tot sein könnte, Mouet? Oui, Monsieur. Aber ich betrachte die Dinge lieber von der Sonnenseite. Außerdem erinnere ich mich an einen Fall, in dem der Killer entkam, indem er sich totstellte. He actually does have a point there. Na egal. In diesem Fall ist der Mann ziemlich sehr tot. Es ist sonnenklar, dass der Killer von seiner Anwesenheit wusste und... Wie oft habe ich Sie schon gewarnt, voreilige Thesen aufzustellen? Alles, was wir sicher wissen, ist, dass der Mann tot ist. Ich fand, es war logisch anzunehmen, dass... Ein großer Detektiv nimmt niemals etwas an. Maigret zum Beispiel. Aber das war eine Romanfigur, Monsieur. Er war nicht echter als Derrick oder der Alte. Das ist was anderes, Mouet. Die brauchten ja auch Assistenten. Egal, nicht einmal Ihnen dürfte es gelingen, den Toten zum Reden zu bringen. Kümmern Sie sich um das Mädchen und nehmen Sie Ihre Aussage auf, falls Sie das hinkriegen. Ich bezweifle, dass sie für ein Verhör in Form ist, Monsieur. Meine Nase sagt mir, dass sie getrunken hat. Es ist, wie ich befürchtete. Wir sind in eine Lasterhöhle geraten, Mouet. Überlassen Sie sie mir. Ich weiß, wie man mit betrunkenen Frauen umgeht. Das bezweifle ich keinen Augenblick. Et maintenant, zum Geschäft. Ihr Name bitte? George Stobbart. Ich komme aus Kalifornien. Und was führt Sie nach Paris, Monsieur Stobbart? Reisen. Ich reise durch Europa. Gut gewählt. Die Stadt ist zu dieser Jahreszeit am schönsten, no? Ja, könnte sein. Von den Bomben einmal abgesehen. Befanden Sie sich in der Nähe des Cafés, als die Bombe hochging? Ja, ich saß draußen auf dem Bürgersteig. Ich hatte Glück, dass es mich nicht auch erwischt hat. Der Inspektor ignoriert meine Bemerkung komplett. Hm. Sahen Sie, wie der Verstorbene das Café betrat? In fact, we did. When I first played this game, this was really the moment where I was sort of, startled, because I didn't actually know anymore whether we saw him entering the cafe or not. But in fact, we did. Ja, habe ich gesehen. War er allein? Ja. Und sprach er mit Ihnen? Nein, die Kellnerin interessierte ihn viel mehr. Haben Sie jemand anders in das Café gehen sehen? I've never actually chosen this option. I also don't think that these choices that you make really have any long-lasting... I mean, I don't think they have any influence on the main storyline. You get different dialogue options, however, later on. But it's only, it's not essential to the plot. Ja, da war so ein Typ, der wie ein Clown gekleidet war. Er trug ein Akkordeon. Ein Akkordeon? Bon, das Bild formt sich in meinem Kopf. Und es ist nicht sehr hübsch. Ist das Mädchen in Ordnung, Mouet? Hm. Oh, sie wird's überleben. Falls sie ihren Cutter überlebt. Sie sagte, der Amerikaner wäre ein Arzt. Er zwang sie, den Brandy zu trinken. No. Ich kann alles erklären. Ach ja, Monsieur? Naja, fast alles. Eh bien, ich habe genug gehört. Was meinen Sie damit? Ich bin überzeugt, dass Sie nichts wissen. Sie können gehen. Ich hoffe, dieser kleine Zwischenfall verdirbt Ihnen nicht den Rest des Urlaubs. Und meine persönliche Sicherheit? Können Sie mir nicht wenigstens einen Rat geben? Was soll ich sagen? Passen Sie auf, hüten Sie sich vor verdächtigen Figuren. Und gehen Sie erst über die Straße, wenn Sie das kleine grüne Männchen sehen. Toller Tipp.
Ich bin davon überzeugt, dass Sie sich nicht im geringsten in Gefahr befinden, Monsieur. Sollte Ihnen noch etwas Wichtiges einfallen, rufen Sie mich an. Meine Karte. Danke. Das wäre alles. Sie können gehen. Es gibt nicht viele Anhaltspunkte, Monsieur. Oberflächlich gesehen, nein. Aber was lauert im Unterbewusstsein? Wenn man die Tür nur öffnen könnte. Meinen Sie das im Ernst, Monsieur? Ich dachte, Ihr Interesse an übersinnlichen Erkenntnissen wäre rein akademisch. Akademisch? Sie sind im Begriff, Zeuge eines wissenschaftlichen Durchbruchs zu werden. And there's the second main character of this game. Well, it's obviously the second main character, since she's introduced so early on in the game. I mean, and you're not introducing a beautiful young woman just not to have her play a big role in the game. I mean, so I didn't really spoil much when I said that. Okay, let us talk to the young lady. Verzeihung, Mademoiselle. Hallo, ich heiße George Stobbart. Oh, ein Amerikaner, so wie sich's anhört. Ja, das stimmt. Auf Urlaub in Paris. Schöner Urlaub, was? Du warst hier, als die Bombe hochging? So ist es. Ich habe genau vor dem Café gesessen. Ist dir ein Mann mittleren Alters begegnet, etwa 60 Jahre, mit einem Hut und Mantel? Ich kann es nicht glauben. Sie hat mich nicht einmal gefragt, wie ich mich fühle. Oh. Ja, kurz bevor die Bombe explodierte, ging er hinein. Du bist doch nicht mit ihm verwandt. Oh nein, nichts dergleichen. Ich bin Nicole Collard von La Liberté. Was ist das, ein Nachtclub? Nein, es ist eine Tageszeitung. Du bist Reporterin? Ich bin freie Fotojournalistin. Na sowas, du könntest mich über den Bombenanschlag interviewen. Ein Augenzeugenbericht. Minuten nach der Gewalttat, die ganz Paris erschütterte. Verstehst du, Dramen des Lebens, menschliche Anteilnahme, sowas in der Art. Ich bleibe bei den Tatsachen, danke. Hast du gesehen, wer die Bombe gelegt hat? Ich weiß, dass es verrückt klingt, aber er war als Clown verkleidet. Oh Gott. Er hat wieder zugeschlagen. She knows the killer, or apparently he is. This was not his first victim then. Hast du den Clown jemals zuvor gesehen? Das ist eine lange Geschichte. Ich habe viel Zeit. Ich nicht. Du sprichst ein gutes Englisch für eine Französin. Danke. Du sprichst ein gutes Englisch für einen Amerikaner. There was so this game was made by a British company and there was a little snarky remark about Americans, a little stab at them. Schau mal, der Inspektor hat mir diese Karte gegeben. Rousseau? Du kennst ihn? Oh ja, wir sind uns schon mal begegnet. Ich wusste nicht, dass sein Vorname Augustin war. Es passt zu ihm, muss ich sagen. Schau mal, der Inspektor hat mir diese Karte gegeben. Ich wusste nicht, dass sein Vorname... It's the same dialogue. Ich habe diese Zeitung vor dem Café gefunden. Das ist keine Zeitung, das ist ein Drecksblatt. Es ist etwas draufgekritzelt. Salah Eddin, 1345. Klingt nach einem Wetteinsatz. Der Name eines Pferdes und die Zeit des Rennens. Was meinst du? I think it's unlikely. Glaube ich nicht einmal, es ist zu offensichtlich. Ich könnte wetten, dass es eine Mitteilung in Geheimschrift ist. Das ist eine romantische Vorstellung, aber ich glaube nicht daran. Bist du sicher, dass du keinen Blick in die Zeitung werfen möchtest? Ganz sicher, danke. Sensationslüsterne Schmierblätter lese ich nicht. Rousseau blinzelte nicht einmal, als ich ihm von dem Clown erzählte. Als ob er es schon gewusst hätte. Das ist typisch für einen kalten Fisch wie Rousseau. Ich habe schon Cheeseburger mit mehr Leben drin gesehen.
Wer war der Typ, den du treffen wolltest? Sein Name war Plantard. Ich kannte ihn nicht, aber er hat mich letzte Nacht angerufen. Er sagte, er hätte eine Story, die mich interessieren würde. Er fragte mich, ob wir uns im Café treffen könnten. Ich werde wohl nie erfahren, was er mir sagen wollte. Es sei denn, du hättest Rousseaus Gabe der parapsychologischen Befragung. Warum möchtest du mir nichts über diesen Clown erzählen? Warum möchtest du dich da einmischen? Weil er mich fast getötet hätte. Ist das nicht Grund genug? Doch, ich nehme an, das ist es. Hör mal, ich gebe dir meine Telefonnummer. Du hilfst mir bei meiner Story und ich weihe dich in das ein, was ich weiß. Und damit eines von vornherein klar ist, das ist rein geschäftlich. Of course. Okay, abgemacht. Ich muss diese Bilder entwickeln lassen. A bientôt, Monsieur. Gut, ich... bis bald. We all know they're going to be romantically involved. I mean, come on. And whether or not they're going to be romantically involved... And what Saladin means, and finally, where the remains are of the clown are, we'll find out next time, folks. So until next time, until then.